Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago. Und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Spore und die lustigen bunten Lichter warten darauf, dass wir sie erkunden. Denn wir sind in der Weltraumphase und lernen gerade, wie man Planeten besiedelt. Also kurz hier rüber geflogen, ab in die Umlaufbahn. So, was haben wir denn da für Lustiges jetzt? Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu transformieren und zu kolonisieren als Planeten mit roten oder blauen Umlaufbahnen. Ah, hier hat man so die Farben. Grün ist super. Gut zu wissen. Da werden wir uns erstmal auf die grünen konzentrieren. Okay, den da. Das steht auch da. Ganz kurz, den sollten wir hin. Hat einen grünen Schweif. Gehen wir mal tiefer. So, oh, das ist aber eine hässliche kleine Klumpenkugel hier. Sieht auch wie hingerotzt. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden, vom kargen Mond bis hin zu blühenden Terrascore-3-Oase. Ertragreiche Kolonien fördern Gewürze, die gehandelt werden können. Handeln heißt es Kohle. Wir brauchen Kohle. So, wo setzen wir nur die Kolonie eigentlich hin? So, wir haben hier unser Kolonisierungswerkzeug, da ist der. Und wir sollen das in der Nähe eines Geysirs anpacken. Cool wäre natürlich, wenn wir den gleich so hin platzieren können. Da wir vielleicht mehrere mit einmal drin haben, aber das werden wir wohl nicht haben. Oh, sieht auch ungemütlich aus. Also, ja, das passt dann. Den dahin. Wow. Die ausfallbare Kolonie. Oh. Und der Text. Ah, unser Rathaus. Und unsere Atmosphäre. Die ist nämlich gesünder. Glückwunsch! Dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität dieser Kolonie hängt von ihrer Größe ab. Und die wiederum wird vom Terrascore des Planeten begrenzt. Investier erstmal in die Terraforming, gründe dann Kolonien und errichte Gebäude, um die maximalen Gewinn zu erzielen. Alles klar. Terraforming, Kolonie, Gebäude. So, das ist nämlich der Deal. Jetzt können wir nicht hier reinspringen, so wie wir das auch bei den anderen kennen. Nun haben wir aber hier das Problem. Wir können hier noch nichts platzieren, weil dafür müssen wir ist der Terrascore zu niedrig. Den sieht man nämlich, Moment, wo war das gewesen, das kann man nicht, hier sieht man den nämlich. Und zwar sind wir hier dieser lustige rote Punkt und wir müssen den in diese Bereiche reinbekommen, um auf T1 zu kommen. Das heißt, wir haben keine Atmosphäre, müssen eine Atmosphäre schaffen, damit sich dieser Punkt nach oben wandert. Und dann haben wir eine Terrazone. So. Aber wenn wir schon mal hier sind, machen wir mal was völlig anderes. Weil, wie gesagt, wir haben noch die besagten Hausaufgaben. So, gehen wir mal rein in Bearbeiten. Und schauen mal zu, dass wir unser kleines lustiges Raumschiff hier. Also das erste Weltraum, den wir in der Ecke. Und zwar die Zehenspitzen. Das wären diese hier gewesen mit den lustigen Rädern. Nehmen wir die Freunde erstmal weg hier. Die waren ja eh nur kurzfristig und temporär dran. Ne? So, machen wir mal, bocken wir den Freund mal auf hier. Da schauen wir doch mal, dass ich den ein bisschen platziert kriege hier. Ja, so. Ja. Sieht doch schon mal schick aus. Nur ein bisschen groß, der Freund. Was kann man denn hier so Lustiges machen? Ah, da kann man die in Länge ziehen. Alles klar. Hier die ein bisschen ausziehen. Vielleicht auch nicht schlecht. Wahrscheinlich mit ihm hier ein bisschen die Höhe ändern. Alles klar. Und hiermit können wir die prinzipiell ein bisschen ausrichten. So. So sieht aber langweilig aus. Wir machen mal Folgendes. Wir drehen die Freunde einfach mal nach vorne. Sieht da super aus. Bloß so würde das ganze Ding umfallen. Also machen wir da noch ein paar mehr ran. So. Da haben wir die. Von der Höhe sieht es gut aus. Und die drehen wir einfach mal frech nach hinten. So. Und ich denke mal, ein bisschen weiter raus müssen die auch noch, damit wir die umfallen. So. Sieht da fast super aus wie ein kleines Flitzerauto. Das nächste, was noch ansteht, war die Antrieb. Partikelstrahler. Wo haben wir ihn denn? Lenkschub, Plasmadüse, Partikelantrieb. So, das heißt, du Antrieb hast ausgetrieben. Jetzt kommen ihr ja ran. So. Einmal. Vielleicht können wir hier ein paar davon reinmachen. So, so. Oh. Wie können wir den noch beeinflussen hier ein bisschen? Können wir so in die Richtung drehen? Eigentlich ganz okay. Dann versuchen wir hier nochmal einen ranzusetzen. Genau, den der mal drehen wir aber komplett um.
Wow, das sieht schon cool aus, muss man schon sagen. Können wir den noch vergrößern? Können wir verlängern? Vielleicht verbreitern? Ah, da kann man so Stacheln rausfahren. Alles klar. Und der andere? Oh, okay. Sieht doch mal schon schick aus. So, dann haben wir noch ein bisschen unseren Antrieb drin. Vielleicht hier noch ein kleines Stückchen weiter. Oh. Ja. Wir drehen die nochmal. So, sieht doch schon mal ganz toll aus. Den hier oben vielleicht auch noch ein Stückchen verbreitern. So. Da haben wir jetzt unseren Partikelantrieb dran. Ich würde ja gerne hoffen, dass wir die vielleicht auch bis an die Flügel rankriegen. Aber da haben wir ja letztens schon ein bisschen Probleme. Deswegen experimentieren wir da lieber mal nicht. Das muss nicht sein. Aber was ja natürlich noch ganz wichtig ist, wir haben da das Thema mit der Lackierung. So, da kommen wir nämlich zu den heutigen Hausaufgaben. Das Prinzip läuft wie beim letzten Mal. Spalte und Zeile. Wir haben natürlich fertige Designs, die können wir noch anpassen. Material kann man sich wirklich austoben, das könnte man sich den Ding wirklich Material einzeln drauf gießen. Und sowas wie hier zum Beispiel könnte man solche Spiele reinmachen. Aber ich denke mal, da werden wir ewig nicht fertig. So, also machen wir fertig, vorgefertigt die Designs, die nutzen wir mal aus. Wir können ein bisschen rum durch die Gegend klicken. Was euch dann so zusagt, schreibt es mal rein in den Comments. Also Zeile, Spalte und Seite. Weil wir haben ja wieder mal 5 Seiten, da können wir durchwechseln. Ach ja, oder hier sind die fertigen Bemalungen. Bemalen wie, kann man auch machen. Könnte man sowas hier sagen, bemalen wir mal das wie das da. Und fertig. Da hat man, kann man fertige Designs übernehmen. Aber das möchte ich dann doch lieber nicht. So. Schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben noch ein paar Seiten da. Ich klicke einfach mal durch, damit ihr ungefähr lustiges Gefühl kriegt. Und ihr schreibt mal rein, welche Seite, welche Zeile und welche Spalte. Ich suche mir jetzt mal eins aus, was wir erstmal vorübergehend nutzen dann. Nicht den Krokodilsanstrich hier. Alles sehr putzig. Das hatte auch stylisch was. So, ich denke mal, ich nehme was von der ersten Seite. Nehmen wir einfach mal das vorübergehend, weil wir brauchen ja eine Lackierung. So, damit sind wir hier designtechnisch erstmal fertig. Hausaufgaben abgearbeitet, neue Hausaufgaben gestellt. Erstatte auf deinem Heimatweltbericht, wo Ruhm und Ehre auf dich wartet. Super, Ruhm und Ehre, davon ganz viel, bitte. So, das heißt, wir müssen erstmal ja hochfliegen wieder in den Orbit und das Sonnensystem dann verlassen. Alles Klärchen. Und wieder zurück nach Hause. So, das heißt hier wieder landen, Heimatplanet. So, und was gibt's? Du hast Gewürze gesammelt. Gewürze ist ein wertvolles Handelsartikel. Sammle es bei jedem Besuch in deine Kolonien und auf deiner Heimatwelt. Haben wir ja gerade gemacht. So, und Kommunikation war angesagt. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeit, Kapitän. Eines Tages wird unser Reich die ganze Galaxie beherrschen. Da haben wir ein bisschen was zu tun, wenn ich die ganzen Punkte gesehen habe. Wir verlassen uns darauf, dass du die Kolonie regelmäßig besuchst, um die produzierten Gewürze abzuholen. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um die Terrascore vom Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird dieses auch in unseren neuen Kolonieplanet zukommen. Bis dahin müssen wir uns dringend Angelegenheiten kümmern. Bist du bereit, weiterzumachen? Yep, wir sind bereit. Captain, wir haben ein Signal aufgefangen, die vermutlich von einer anderen hochwertigen, hochentwickelten Rasse in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und die Erstkontakt herstellen. Benutze das SETI-Werkzeug an Bord deines Schiffes, um sie schnell zu finden. Wirst du diese Mission bedeutend übernehmen? Na klar, wir haben ja sonst gerade nichts zu tun. So. Deine Kurzstreckenkommunikation ist mit einer Universaldolmetscher ausgesetzt, der die Kommunikation mit außerirdischen Rassen ermöglicht. Was für ein Zufall. Überall gibt es einen Universalübersetzer. Wobei ich ja persönlich eigentlich damals die Erklärung bei Per Anhalter durch die Galaxis durch den Bubblefish am besten fand. Ein Fisch, der sich von Gehirntwillingen ernährt und dabei andere Sachen übersetzt. So, damit die Verbindung aufgebaut werden kann, musst du dich innerhalb des Sonnensystems finden. Alles klar. Wir können den Ursprung nicht genau bestimmen. Du musst also ein wenig umsehen. Sobald du intelligenten Raum bist, fliegst du dir zu den Sternen, die auf deinem SETI-Werkzeug mit Funkwellen und Audiosignalen reagieren haben. Das sind dann ziemlich sicher die Hinweise.
Weltraumflug führt zur Abnutzungserscheinung an deinem Schiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Schiff repariert und aufgeladen werden muss. Dabei kannst du gleich die Missionszentrale anfragen, ob weitere Aufträge im Rahmen der Raumfahrtprogramm vorliegen. Alles klar. Wir warten auf den Bericht und sobald du Kontakt mit Aids aufgenommen hast. So, vielen Dank. So, der meinte, wir sollten halt, wie war das nochmal gewesen? Okay, Planeten finden. Okay. Wo haben wir diese komische Teil? Ob das, haben wir das irgendwo im Inventar? Kolonie haben wir nicht da. Auch nicht. Ah! Da war doch was gewesen. Das sieht doch gut aus. Alles klar. Wir haben eine neue Rasse entdeckt. Ich hielt den super. Neue Rasse. Auch ein schickes Fluggefährt. Erples Gleichung war korrekt. Ein lebender außerirdischer Rasse. Wir sind nicht allein. Es sieht so aus, als hätten sie eine Gesandten geschickt, um Grüße zu übermitteln. Vielleicht solltest du mit ihnen reden. Öffne halt die Kommunikationszentrale. Alles klar, Kommunikationszentrale öffnen. Wäre wahrscheinlich das hier. Unsere Zivilisation lobpreist Bode, der unsere Wahrheit und Erleuchtung gebracht hat. Oh, der sieht da toll aus hier. Du hast jedoch bleibst in der Finsternis. Wie, was willst du von uns? Wir machen erstmal einen auf Friede. Ich gehöre zu Wuragi Spezies und komme in Friede. Ne, was haben wir hier? Blick auf uns, wir kommen großartig mächtigen Planeten Wuragi. Ruf deinen Jet zurück, bevor wir die Stücke schießen. Naja, wir machen erstmal einen auf friedlich. Wollen ja nicht gleich mit dem erstbesten Krieg anfangen. Der einzige wahre Frieden ist der Bruder. Sein Glück geschenkt. Es ist eine Ehre. Ah! Hier können wir jetzt aufladen. Diplomatie, Missionen. Wenn du Spore Verek unterstützen willst, sollten wir darüber reden. Ich bin handwerklich ziemlich begabt. Brauchst du irgendetwas? Eine helfende Hand. Ah, jetzt kriegen wir Aufgaben und Missionen. Spode hat uns ein weiteres Wunder offenbart. Eine Spezies wurde im Licht des Doma 6 Systems entdeckt. Wir möchten herausfinden, ob sie vom Wege des Spode wissen. Hilf uns dabei. Wie finde ich das? Ein Aufklärungsrunde hat intelligentes Seema auf Doma 6 entdeckt. Bring uns ein Wesen, damit wir festhalten können, ob es sich von der Spode erleuchtet wurde. Okay, alles klar. Du beschreitest wahrhaftig den Weg von Spode. Sobald du auf dem Planeten Morph landest, hast du bis zur Rückkehr 30 Sektoren Zeit. Alles klar, immer das Gestresse hier. So, Diplomatie, haben wir da was Interessantes? Wir heißen dich im Namen von Spode willkommen. Können wir behilflich sein? Erzähl mir von deiner Philosophie. Bitte nimm unser Geschenk an. Ich möchte gemeinsame Handelsroute einrichten. Vielleicht wäre das ein Bündnis für uns beide von Vorteil. Ja, wir machen erstmal die Mission und guck mal, wie die dann so drauf sind. Der vierte der Verbündeten, und Feinde zeigt an, welches Gebiet von Freunden oder Feinden kontrolliert werden. Der vierte Reich zeigt alle Sterne an, in dem die außerirdischen Reich beheimatet sind. Alles klar. Der hätten wir jetzt hier. Ah, da kann man das so ein- und ausschalten. Alles klar. Okay. Genau, was war das Planeten? Oh, 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 was ist das da? Ein Bappelchen. Unser großer Rat heißt dich im Sektor willkommen. Der sieht da auch putzig aus hier. Mit dem einen Glubschauge. Übertragungsband. Okay. Wir suchen aber diesen komischen Planeten. Da haben wir auch zivilisiertes Leben. Wir versuchen einfach mal, ob wir diesen komischen Planeten auftreiben können. Aha, was ist das? Du hast ein seltsames galaktische Formation gefunden. Wir zoomen mal rein. Wiener 8. Okay, wir sollen auf unser Heimatplaneten zurückkehren. Dann tun wir das auch mal und dann kümmern wir uns erst später um das dumme Arsch-System. Da piept es ja schon. Die Daten eines Flugschreibers sind erstaunlich, Captain. Wir haben keine Ahnung, dass quasi um die Ecke andere rum
raumfahrenden Zivilisationen gibt. Wir sind auf dem Weg, unseren Planeten in unserer galaktischen Gemeinschaft zu etablieren. Vermutlich wäre es eine gute Idee, mit dieser Ratte gute Beziehungen zu pflegen. Vielleicht brauchen wir in Zukunft einen Verbündeten. Genau, da bin ich ja schon dabei. Ich will ja die Mission erfüllen. Wenn wir Aufträge für sie erfüllen, bleiben sie uns hoffentlich gewogen. Vielleicht sind sie ja an der Handelsbeziehung interessiert, was wiederum den Wohlstand unseres Reiches fördert. So, ich bin dabei. Unsere Städte haben Rekordmengen Gewürzen hergestellt und jetzt haben wir einen Überschuss. Du musst für uns potenzielle Käufer und raumfahrende Reiche suchen, damit wir sie loswerden. Alles klar. Es ist ganz einfach. Besuche unsere Kolonie, um deinen Frachtraum mit Gewürzen zu füllen. Die Gewürze wird automatisch in den Frachtraum geladen. Dann suchst du dir ein Reich, das am Kauf deines Gewürzes interessiert ist. Dazu fliegst du zu den Planeten des Reiches und nimmst über den Videokommunikation Kontakt auf. Über die Handelsoptionen findest du heraus, wie viel Gewürze sie bezahlen. Ah, sobald der Handelspartner gut gefunden hast, kannst du seine Gewürze erwerben und unserem Reich mit Gewinnen weiterverkaufen. Hm, klingt lukrativ. Sollten wir auf alle Fälle machen. Ausgezeichnet. Du wirst schon bald Geld haben. Alles klar. Okay. Ich gehe da mal Geschäfte abschließen. So, Frachtraum. Das könnte man dann hier sehen. Da haben wir jetzt ein bisschen rotes Gewürz drinne. Müllo Pflanzenfresser. Ah, das ist ja mal eingesaugt. Entführungsstrahl. Mal gucken, ob wir hier unser rotes Gewürz loswerden. Laber den Freund mal entscheiden. Grüße, ich habe etwas, worüber wir reden sollen. Ja, und zwar. Na, Handel ist nicht. Aufladen auch nicht. Ah, da sind wahrscheinlich unsere Beziehungen noch nicht gut genug, dass die mit uns reden wollen. So, wir müssen jetzt einmal dieses komische Doma-System finden. Wäre ganz praktisch. Buble. Alles klar. So direkt habe ich hier noch kein Doma-System gesehen. Ah, Doma 6. Ach, die Entfernung leider zu groß. Da kommen wir nicht mehr hin. Aber mal gucken, wo fliegen wir denn hin? Machen wir hier mal einen kleinen Abstecher. Aber wer oder was uns da jetzt empfängt, das erfahren wir nicht mehr heute. Weil wir fliegen nochmal kurz hier hin, weil hier können wir dann nochmal Gewürze einsammeln. So, bleiben auch schick im Orbit. Und schauen mal zu, was wir nächstes Mal machen. Also, denkt mal daran, die Hausaufgaben sind klar. Wir suchen eine schicke Lackierung für unser Raumschiff. Könnt ihr es mal reinschreiben in den Comments. Und dann steht für die nächsten Wochen tierisch viel Arbeit auf. Wenn ich mir das so angeguckt habe, die ganzen Galaxienaufgaben zu lösen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ich kann ja nochmal schauen, ob ich noch das zweite DLC bekomme. Dann packen wir uns das auch noch rein. Und der Spaß multipliziert sich förmlich. Also, bis dahin bleibt mir eigentlich jetzt nur noch eins zu sagen. Willkommen auf meiner Endcard. Hier auf dieser schicken Endcard findet ihr den Link zu Google Plus sowie zu YouTube. Mit dem YouTube-Button könnt ihr sogar gleich den Kanal abonnieren. Falls ihr das erste Mal hier seid, solltet ihr das auf alle Fälle tun. Die beiden QR-Codes sind dafür da, damit ihr die URLs von Facebook und Twitter bekommt. Mich würde es freuen, euch auch da zu begrüßen. Das schicke Polaroid, das erzählt die Geschichte von Max Payne. Und zwar die Geschichte von Max Payne 1. Weil am Montag startet ja schon das neue Let's Play Max Payne 2. Und da sollte man auf alle Fälle mal reingeklickt und geschaut haben, was der Max so in dem ersten Teil angestellt hat. Tierisch spannende Geschichte. Mir hat Spaß gemacht, alle die dabei waren auch. Ich hoffe mal, ich kann dich auch da begrüßen und deine netten Kommentare lesen. So, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin Matt Vurago und sag Servus und Ade.